Hallo, ihr Goldsucht. Ich freue mich immer, euch auf meinem Kanal zu sehen. Noch einmal bitte ich Sie, auf meinem Kanal aktiv zu sein. Ich denke, Sie verstehen, wie wichtig das ist. Sie und ich sind Zeugen der Geburt einer großen Anzahl von Memetok. Es ist ziemlich selten, dass man auf DeFi mit einem wirklich interessanten Konzept stößt. Haben Sie sich jemals gefragt, was wirklich exklusive Inhalte für Erwachsene sind? Ich bin bereit, Ihnen das Tabu-Projekt vorzustellen. Tabu ist eine Blockchain-basierte Plattform, die ihren Inhabern Premium Inhalte zur Verfügung stellt. Was die Entwickler selbst über Tabu sagen, ist, es gibt kein Tabu bei Tabu. Wir fördern das persönliche Empowerment, unsere Mitglieder dazu zu inspirieren, selbstbewusst, glücklich und begeistert ihre verbotenen Fantasien zu erkunden und Herzenswünsche zu erkunden. Diese Plattform ist der Beginn einer innovativen Bewegung, bei der die Bereitstellung von Inhalten für Erwachsene ist. Nicht jeder wird in der Lage sein, seine Dienste und Tabu zu präsentieren. Von Supermodel bis hin zu Pornostars wird das Projektteam Select die intensivste Liste von Inhaltserstellern, die sie je gesehen haben. Diese Selektivität und Exklusivität wird eine Medienplattform von höchster Qualität schaffen und bald wird jeder verstehen, warum Tabu der Beste in der Branche ist. Das Projekt arbeitet bereits mit den angesagtesten Mädels zusammen, um die Inhaber mit den besten Inhalten zu belohnen. Chloe Terry war dreimal Playboy-Partnerin des Monats und zweimal Playboy-Partner des Jahres. Die schöne Mackenzie ist ein weiteres exklusives Modell, das für das Projekt verpflichtet wurde. Jeder Inhaber hat nur minimalen Zugang zu den Inhalten, aber es gibt auch einen abgestuften Zugang für große und anspruchsvolle Tabu-Token-Inhaber. Sie ist unterteilt in Bronze, Silber und Gold. Der Tabu-Token basiert auf der Binance Smart Chain. Tabu hat ein eingebautes statisches Belohnungsprogramm, bei dem die Inhaber passiv mehr Token verdienen, indem sie bei jeder Transaktion 7% Steuern abziehen. 4% jeder Transaktion werden der Liquidität zugeführt, um den Preis weiter zu stabilisieren. 2% der, die in die Inhaber weiterverteilt werden und ein passives Einkommen generieren, wird 1% jeder Transaktion verbrannt, dauerhaft, was zu einem erhöhten Tokendefizit wird. Als eine von der Gemeinschaft getragene Münze, Hauptziel von Tabu, der Gemeinschaft die höchste Qualität zu bieten und exklusive NFT-Inhalte, die den langfristigen Erfolg sowohl der Investoren als auch der Projektentwicklern zusichern. Im Gegensatz zu anderen Vergnügungsstätten ist der Erotikbranche ist das Tabu-Ökosystem ermöglicht, den Nutzern dezentrale, blitzschnelle Transaktionen durchzuführen mit einer nominalen Gebühr im Gegensatz zu zentralisierten Fiat-Zahlungen. Mit einer völlig neuen Mechanik der Nutzerinteraktion mit Inhalten will Tabu zum Disneyland werden in seinem Segment und setzt neue Premium-Standards. Das Projekt wurde auf Hotbits gelistet. Der vorläufige Verkauf belief sich auf 2 Milliarden Token, wobei 20% des Angebots wurden vor der Markteinführung im Rahmen eines öffentlichen Liquiditätsangebots verkauft und verteilt. 6% des Projekts wurden für das Marketing verwendet. 10% des Angebots wurden blockiert für 6 Monate, um Handelsliquidität bereitzustellen, sowie 6% für künftige Projektkosten bereitgestellt. Sie können Tokeninhaber werden, indem Sie auf die Schaltfläche Kaufen auf der offiziellen Webseite klicken und die Token gegen Ihre Tabu-Marke für PancakeSwap erwerben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an jeden Administrator der sozialen Netzwerke von Tabu wenden oder kontaktieren Sie mich persönlich. Ich werde alle Links in der Beschreibung lassen. Alle geplanten Schritte des Projekts sind erfolgreich abgeschlossen. Von den wichtigsten Zielen bleiben nur zu beantragen für die Notierung auf CoinMarketCap, CoinGecko, Blockfolio und Delta Eröffnung des Premium-Programms der Stufe Tabu für exklusive NFT-Inhalte, Eröffnung eines offiziellen Merchandise-Shops, Einführung eines Dienstes mit integrierten KYC für Inhaltssteller und die Einführung von Portalen für Landwirtschaft und Tabu-Wetten. Wie immer werde ich nützliche Links in der Beschreibung hinterlassen. Schreiben Sie in den Kommentaren über die Projekte, die Sie interessieren. Auf Wiedersehen, ihr Goldgräber. Möge das Glück euch ins Gesicht lächeln.